Heute möchte ich dir eine Übung zeigen, die ich meine, die beste Übung überhaupt ist für das Ausholen. Nur das Ausholen ist hilfreich, weil wenn ich richtig aushole, habe ich bessere Chancen, einen guten Abschwung zu machen. So, Christina, danke, dass du hier für uns vormachst. So, Christina muss an ihr Ausholen arbeiten und ich habe ihr diesen Korb gegeben. Und dann habe ich gesagt, könntest du einfach den Stand einnehmen, den Korb halten, als ob der Korb ein Schläger wäre. Also das heißt, die Arme schön hängen lassen, gerade rücken. Genau. So, ich stehe jetzt direkt hinter Christina, das Ziel ist da irgendwo. Und könntest du mir jetzt bitte den Korb geben? Okay, so, das, was Christina jetzt macht, ist genau das, was sie beim Schwingen tut. Das ist nicht ganz richtig. Was hier fehlt, ist die Drehung. So könntest du deine Hüfte und Schultern mehr drehen. Genau. Und die Arme heben. Okay, so das ist die, das muss man kombinieren. Das ist die Rotation des Körpers und das Heben der Arme. Und man muss dabei gebückt bleiben und auf den Ball schauen. Okay. Noch einmal alleine, ich werde dir jetzt einen Schläger geben. Drehen und heben. Okay. Und jetzt einen Schläger in der Hand. Und mit dem gleichen Gefühl. So, jetzt Hüfte und Schulter drehen und Arme heben. Als ob du einen Korb in der Hand hast. Nur das hier ist eine super Position. Der Schläger ist auf der Ebene, Hüfte sind leicht gedreht, Schultern sind viel gedreht, auch wenn es schwer ist mit der Jacke. Aber von hier wird genau das Gegenteil passieren. Die Arme müssen runter und der Körper wird dann gedreht. Also wieder zurück zum Korb. Gleich darfst du auch den Ball von schlagen, ne? Ich bin ganz gespannt. Okay, Stand einnehmen. So, drehen und heben. Und die Arme müssen lockerer sein. Genau. Drehen und heben. Das ist der Rücksprung. Und jetzt Korb runter und drehen. So viel wie du möchtest. Noch einmal. So wenn die Arme von hier runter kommen, kann und muss viel gedreht werden. Aber in dieser Reihenfolge. Okay, so genau das bitte mit deinem Eisen-7 tun. Was ist dein Handicap, Christina? 54. Okay. Und wie lange spielst du Golf so? Dreiviertel Jahr. Da könntest du in diese Richtung schlagen, in die Sonne. Es ist so schönes Wetter hier aus Friesland. Mit unserem Golfclub Wittensburg. Okay. So, du denkst jetzt bitte drehen und heben. Und geht los. Ich fand super. Das ist alles, was gefehlt hat. War ein bisschen Boden. Eine Probe schon bitte. Drehen und heben. Genau. Das ist super. Klasse. Christina hat extra den ersten nicht so perfekt geschlagen, damit du weißt, dass das hier echt ist, was wir gerade zusammen getan haben. Vielen Dank und vielen Dank.